So, willkommen in der nächsten Aufnahme. Und zwar hat der Cedric mal wieder nicht beachtet, dass die 1 auf der 10er-Tastatur die Aufnahme-Stopptaste ist. So, das ist die Folge zu Ende. Aber die 10 Minuten waren ja eh rum. Wenn ich jetzt die 7 drücke, das ist das Baumenü. Die 8. Okay. Die 9 ist hier drüben. Die 6. Die 3, die 5 und das. Okay. Ja, weg mit dir. Ist ein bisschen komisch. Kann man das irgendwie hier selber irgendwie. Nee. Das ist auch cool. Hier kann man eine zweite Straße hinzufügen. Sehr schade. Man kann ja hier irgendwo schon mal ein Depot hinsetzen. Auf einer geraden Strecke. Möglichst. Wie hier. Zack. Depot. Setzen wir mal hier hin. Und ziehen wir mal hier so raus. Und hier in die Richtung. War nicht möglich. Warum? Warum ist der Bau nicht möglich? Ah, ich will wieder schreien hier. Alter, rüber. Zack. Machen wir mal hier im Wald. So. Und so. Kollision bei Terra-Angleichungen. Okay. Ist sozusagen zu steil. Schön. Immer noch zu steil. Jetzt hat's connected. Super. War ein sehr teures Projekt hier gerade. Und zwar tun wir da mal einen Zug kaufen. Wahrscheinlich dann eher den. Nehmen wir mal in der Farbe. Zack. Und auch in der Farbe. Oder ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Machen wir erstmal so. Neue Linie. Mal rauszoomen hier. Von da. Da. Und das ist Zug 50. Beltheim. Emmershausen passt wahrscheinlich nicht hin. Genau. Machen wir mal so. Zack. Zack, zack. Wie schaut der denn aus? Schaut doch ganz schnieke aus, oder? So ein gelbes Züglein. Muss natürlich erstmal hier hochkrauxen. Das muss der unbedingt machen. So, da wollen wir mal ein paar Signale hinstellen hier. Einmal dahin.
Zack. Ja, so. Und eventuell den. Und hier im Tunnel, das Tunnel. Hier muss noch ein Signal hin. Und hier hinten gibt es ja eh Signale. Gucken wir mal, wie viele hier warten. Ah, ne. Nicht hier, sondern hier. 14. Und hier drüben? Nix. Weil gerade ein Schiff ist und losfährt. Mit 14 Personen. Das Schiff hat 16. Ja, es läuft doch langsam. Hat 18. Das war eine richtig gute Errungenschaft. Weil so kommen wir an gut Geld. Weil es läuft ja gerade. Und diese Linie, wenn ich mal kurz den Linienmanager, wenn ich hier nur Wasser eingebe, die macht sozusagen im 4-Minuten-Takt ein gutes Plus. Wenn ich hier mal alles angucke, ist es eigentlich die beste Linie zur Zeit. Und wenn ich mal auf Eisenbahn gehe, naja, die Züge sind eingefahren, das muss man auch so sehen. Ja, die machen auch gut Plus. Also ohne die Züge würden die Schiffe, also nur die Schiffe und das andere Zeug würden alles, da wird man Minus machen. Luft haben wir noch nicht. Nur sichtbare, das lädt wahrscheinlich noch ein bisschen. Nur sichtbare in der Luft, nur sichtbare alle wahrscheinlich dann. Genau. Das ist eine zusätzliche Einnahmequelle hier, eine Minilinie. Haben wir auch mal, habe ich mal gelernt bei jemandem, du sollst auch mal kleine Minilinien bauen. Das ist so ein kleiner Geldzustupser. Und zwar könnte man das auch so machen. Upsala. Jetzt wird es wieder ruckeln, ne? Es wird wieder ruckeln, ne? Ich beende gleich die Aufnahmesession. Kann ich das ruhig noch mal euch kurz erklären? Was nehmen wir denn mal als gutes Beispiel? Hier ist ein gutes Beispiel. Das produziert Weizen und. Ist das Weizen? Ne, Getreide und Vieh. Getreide und Vieh, da könnte man hier easy peasy, passt auf. Man würde doch eigentlich hier sofort einen Hafen hinsetzen. Ist aber falsch. Dennoch ist es falsch, passt auf. Man könnte hier einen Hafen hinsetzen. Und man bringt von hier mit, also hier auch noch einen Umschlagplatz und bringt das dann von hier zum Hafen und kann mit einer anderen Getreidelinie, die von hier nach hier geht, wenig Getreide zu der Kunststofffabrik und dann mit dem Schiff diese quer rüber tuckeln, hier irgendwo einen Hafen hinsetzen und das dann hier hochbringen. Straight, mit einer Bahn, eventuell. Ne? Oder dahin. Da müsst ihr noch irgendwo gucken. Hier zum Bleistift. Hier ist Öl. Könnte man hier mit einem Schiff. Easy peasy. Nicht dahinter. Das wird jetzt lange dauern. Mit einem Schiff hier von den Hafen nach den Hafen. Ja? Könnte man easy peasy machen. Ne? Behalte ich mir meinen Hinterkopf. Das würde definitiv Geld einbringen. Dann könnte man hier Kunststoff produzieren. Und den Kunststoff müsste man irgendwo einsetzen. Wie zum Beispiel hier hinten. Bräuchte man Kunststoff und Stahl. Genau, wir machen wieder gut Plus. Das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. Das gefällt mir super. Mal ganz kurz in die Statistiken reingucken. Warum ist denn das Ding so groß hier? Hey, warum ist das jetzt so groß? Also, weil wir jetzt sogar Wasser noch mit rein haben. Oh, jetzt wird es ja immer größer. Ja. Und da muss ich wahrscheinlich auch noch scrollen. Eieiei, warum ist das jetzt hier runtergerutscht? Ah, das gefällt mir nicht. Diagramme sind bestimmt. Alter, Verwalter.
Es ist mir ein bisschen angenehmer, aber es ist mir wieder zu klein. Gleise. Okay. Tunnel, Brücke, elektrisch, noch nix. Gesamt. Aha. Okay. Ich hab da die Einblendungen ausgestellt, warum sind die jetzt an? Na egal. Gerade machen wir noch Minus. Aber ich kann jetzt hier unten drunter. Ich komme da nicht hin. So. Zack, zack. Ein bisschen was zurück. Wir haben jetzt genug Geld. Da können wir das machen. Können wir jetzt zurückzahlen, bis wir hier einen Kredit von 0 haben. Darlehen von 0 Millionen, also 0 Geld. Und da haben wir dann auch einen guten Kontostand. Bisher haben wir noch einen Kontostand von minus 4,65 Millionen. Aber es wird sich wahrscheinlich ändern. Sehr ändern. Und ich beende jetzt die Aufnahme und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao, bis zur nächsten Folge. Wenn es wieder heißt Transportfieber mit den Cedric Elsius. Und hier, zack, Zug. Vor dem Tunnel ist. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.